Ja, herzlich willkommen, guten Morgen. Ich habe mich gefreut, zu Ihnen zu fahren. Ich habe nur gedacht, es ist etwas schade, dass es kein schönes Wetter gibt, dass die Sonne nicht so hell scheint, dass nicht so viele schöne Frühlings- und Ostergefühle aufkommen. Und ich möchte Sie fragen, oder dich fragen, hast du Ostergefühle heute Morgen? Ja, hängt Ostern mit Ostergefühlen zusammen, mit schöner Frühlingsstimmung, mit Osterglocken, mit Osterhasen, mit gutem Essen, Ostereiern? Ich musste mir sagen, nein, eigentlich nicht. Gottes Wort sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Gott wird etwas ganz Neues schaffen. Trotz Ostern wird diese Welt untergehen. Auch wenn heute wunderbares Frühlingswetter wäre, das hätte eigentlich mit Ostern gar nichts zu tun. Aber wir haben Grund, uns zu freuen und Ostergefühle zu haben, weil die Tatsache der Auferstehung hat eine so große Bedeutung für uns. Und darüber wollen wir uns Gedanken machen, die vierfache Bedeutung der Auferstehung Jesu. Wir gehen heute Morgen davon aus, dass Jesus auferstanden ist, dass diese Berichte in den Evangelien zutreffen. Es gibt viele historische Ereignisse, die sind ganz schwach bezeugt. Aber die Auferstehung, nicht nur die Auferstehung, aber auch die Auferstehung Jesu Christi, die ist so wunderbar und stark bezeugt durch die vier Evangelisten, die übrigens einander nicht abgeschrieben haben. Das wird manchmal so gesagt, ja. Die haben nicht abgeschrieben, sondern sie haben alle aus ihrer Sicht beobachtet und aufgeschrieben, was geschehen ist. Wir gehen heute Morgen davon aus, Jesus ist auferstanden. Und wir wollen uns anschauen, wie die Bibel über die Auferstehung spricht. Welche Bedeutung hat das nun für uns heute? Und wir wollen heute Morgen, sehr schön, das ist einmal ein guter Anfang. Wir wollen uns heute Gedanken machen über die Bedeutung der Auferstehung Jesu und werden zuerst sehen, Christus ist durch die Auferstehung über uns. Zweitens, Jesus Christus ist durch die Auferstehung für uns. Drittens, durch die Auferstehung ist Jesus Christus in uns. Und viertens, durch die Auferstehung ist Jesus Christus vor uns. Wir werden nun eine erste Bibelstelle anschauen. Es ist eine thematische Botschaft heute Morgen. Wir haben also nicht nur einen Bibeltext, den wir Vers für Vers auslegen, sondern wir haben eigentlich viele Bibelstellen. Die dürft ihr gerne aufschlagen. Ich finde es immer gut, wenn man die Bibel dabei hat und die Bibelstellen aufschlägt. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 36. Da steht, so wisse nun das ganze Haus Israel, und das müssen auch wir wissen, gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Durch die Auferstehung hat Gott Jesus zum Herrn gemacht. Der Herr, das ist der Gott in der Bibel, das ist der Herr im Alten Testament, Herr, großgeschrieben mit großen Buchstaben. Der Herr, er ist der Christus, das heißt, er ist der Messias. In diesem Zusammenhang bedeutet Messias, er ist der kommende König, den Israel erwartet. Und Jesus ist er. Und durch die Auferstehung ist er bestätigt worden, dass Jesus Christus nicht einfach ein gewöhnlicher Mensch war auf dieser Erde, sondern er ist der kommende König über die ganze Welt. Nicht nur der König der Juden, sondern der kommende König über die ganze Welt. Aber er hat diese Würde schon heute unsichtbar in der Herrlichkeit
im Himmel. Zweite Stelle, Apostelgeschichte 3, Vers 13. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Verherrlicht ist das Stichwort in diesem Vers. Jesus Christus ist heute verherrlicht, zu Rechten des Vaters im Himmel. Dann Apostelgeschichte 10, die Verse 40 bis 42. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebendigen, der Lebenden und der Toten. Also, durch die Auferstehung ist Jesus Christus nicht nur ein lieber Freund für die Gläubigen, sondern er ist auch Richter der Lebendigen und Toten, wenn er wiederkommt. Ja, er kommt, um die Seinen mit sich zu nehmen, aber die, die nicht an ihn glauben, zu richten. Das kann man in der Offenbarung auch nachlesen. Durch die Auferstehung ist Jesus Christus zum Richter der Lebendigen und Toten geworden. Was für eine Würde hat Jesus. Deshalb hat Jesus auch gesagt im Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Glaubst du das? Glaubt das dein Arbeitskollege? Glaubt das deine Nachbarin? Das hat Konsequenzen. Ja, es steht auch in Philipper 2, wir kennen vielleicht diese Stelle, dass im Namen Jesu alle Knie sich beugen werden. Jeder Mensch wird einmal sich demütigen vor Jesus Christus. Im Lied haben wir gesungen, wenn du an ihn glaubst, wirst du ihn einmal sehen. Die Bibel sagt, alle werden ihn sehen. Aber nicht alle werden Jesus sehen als Freund, als Erretter, sondern sie werden ihn sehen einmal als der Richter, der jede Sünde richten wird. Durch die Auferstehung ist Jesus Christus der König, der Messias. Was hat das mit uns zu tun heute Morgen? Jesus hat den Anspruch, durch die Auferstehung zu regieren, dein Leben, das Leben jedes Menschen. Wie hast du darauf geantwortet? Wie reagierst du heute Morgen, wenn du das hörst? Jesus Christus ist der König. Die Bibel ruft uns auf, Jesus zu gehorchen. Und da lesen wir nun ein paar Bibelstellen, die zeigen, dass das die richtige Haltung ist von jedem Menschen, wenn er sich vor Gott demütigt, vor Jesus Christus sich demütigt. Apostelgeschichte, wir sind wieder in Kapitel 2, Vers 37. Als sie das hörten, eben, dass Gott Jesus zum Herrn und Christus gemacht hat, da ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Weshalb haben sie das gefragt? Was sollen wir tun? Sie waren in Verlegenheit. Wir haben gerufen zu Pilatus, kreuzige ihn, kreuzige diesen Jesus. Er hat gesagt, er wäre Gottes Sohn und alles Mögliche, kreuzige ihn. Und wir haben auch gerufen, kreuzige ihn. Und jetzt sind wir ja doch überzeugt, die Leute waren überzeugt. Offenbar ist Jesus tatsächlich auferstanden. Es war Pfingsten, es geschah ein Wunder. Und viele, Tausende haben geglaubt, doch, Jesus ist also doch auferstanden. Das hätten wir nicht gedacht. Was machen wir nun?
wenn wir gefordert haben, dass man den Messias kreuzigt? Wie wird sich Gott uns gegenüber verhalten? Was sagt Apostel Petrus? Petrus sprach zu ihnen, was sollt ihr tun? Tut Buße. Das heißt, ändert eure Einstellung, eure innere Gesinnung Jesus gegenüber. Statt Ablehnung, Zustimmung. Statt Feindschaft, Freundschaft. Tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 5,31, weitere Bibelstellen, die dieselbe Konsequenz zeigen der Auferstehung Jesu. Wenn Jesus der König ist, der Messias, was soll der Mensch tun? Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, das heißt nicht nur zum Richter, sondern auch zum Retter, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Nicht nur Israel, auch uns heute Morgen und unseren Mitmenschen. Um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Deswegen ist Christus auferstanden. Ein starkes Argument. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Apostelgeschichte 17, die Verse 30 und 31. Paulus spricht zu Heiden in Athen auf dem Areopag. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, das heißt, die Menschen wussten es nicht besser, sie kannten Jesus nicht. Nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Wir wissen, wie er heißt, ja, dieser Mann. Und hat jedermann den Glauben angeboten. Das heißt, ein starkes Argument für den Glauben gegeben, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist das Argument, um zu sagen, bekehre dich, glaube an Jesus, denn er ist auferstanden, er lebt. Starkes Argument. Es ist das Hauptargument der Apostel in ihrer evangelistischen Verkündigung. Sie haben nicht gesagt, bekehre dich doch bitte, Jesus hat so Freude, wenn du dich bekehrst. Und er ist darauf angewiesen, dass viele Menschen zu ihm kommen. Nein, es ist ein starkes Argument. Pass auf, Jesus ist der Herr, er ist der König. Er kommt, um zu richten. Aber du weißt es jetzt und du hast die Chance, dein Leben in Ordnung zu bringen, um Vergebung der Sünden zu bitten. Jesus lebt. Das ist die Konsequenz. Wenn Jesus König ist, dass wir ihm gehorchen. Gehorchst du ihm? Wenn jemand heute Morgen da ist, der sein Leben noch nicht Jesus Christus untergeordnet hat, ihm seine Sünden bekannt hat und ihn anerkannt hat als den Herrn seines Lebens, dann ist heute Morgen Gelegenheit, wenn du das spürst in deinem Herzen, dann glaub einfach daran. Bekenne deine Sünden. Jesus Christus, er ist auch für dich gestorben und wird dir vergeben, wenn du deine Sünden bekennst. Wenn du schon längere Zeit an Jesus Christus glaubst, stellst du vielleicht fest, ja, Jesus ist der König, er regiert. Wo regiert er in meinem Leben? Da gibt es vielleicht auch Grund, um Buße zu tun, neu Buße zu tun. Wir singen von ihm, Jesus ist der König. Jesus regiert. Regiert er mich in meinem Alltag wirklich? Bekenne es, wenn es nicht so war in dieser Woche. Wir dürfen Abendmahl feiern. Immer wieder ein Anlass, sich zu prüfen, seine Sünden zu bringen. Und sich dann zu freuen über die Vergebung. Jesus Christus regiert als König. Lasst uns ihm gehorchen. Nun kommen wir zur zweiten Bedeutung der Auferstehung. Jesus Christus ist für uns. Und zwar, er ist der Anwalt. Ah,
Es kam, bevor ich gedrückt habe, glaube ich. Ja, vielen Dank. Und er ist der Anwalt, der uns vertritt. Wir lesen zuerst Römer 4, Vers 25. Man könnte denken, ja, wenn Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dann haben wir einfach so Vergebung. Jesus hat auch ausgerufen am Kreuz, es ist vollbracht. Ja? Aber wir lesen in Römer 4, 25, er ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Jesus musste auferstehen, damit die Sündenvergebung Tatsache wird in unserem Leben. Wie geht das? In Hebräer 9, Vers 24 steht, dass Jesus Christus in den Himmel gegangen ist mit seinem Blut, um für uns vor Gott zu erscheinen. Die Bibel sagt auch, Jesus ist wie ein Anwalt, ein Fürsprecher, der jemand verteidigt. Welches ist das Argument, das Jesus hat vor dem heiligen Gott und himmlischen Vater? Welches ist sein Argument? Sein Blut. Sein Blut ist das schlagende Argument. Und deshalb steht im Hebräerbrief, wie Jesus den Preis, den er bezahlt hat für unsere Schuld, wie er diesen Preis mitgenommen hat in den Himmel und ihn Gott vorweisen kann. Und er tut es für die, die an Jesus Christus glauben. Nicht einfach so pauschal. Nicht pauschal, sondern für dich, wenn du an ihn glaubst, für mich, wenn ich an ihn glaube. In Römer 8, Vers 34 steht dann noch dieses schöne Wort, das eigentlich dasselbe aussagt, noch einmal. Wer will verdammen, das heißt verurteilen? Wer will dich oder mich verurteilen für unsere Sünden? Satan, der Verkläger der Brüder, steht in Offenbarung. Wer will verurteilen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wunderbar. Weil er lebt, kann er dich und mich vertreten als Anwalt. Sonst könnte er das nicht. Ohne Ostern letztendlich keine Vergebung, keine Versöhnung, keine Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet, Gott spricht gerecht. Gott nimmt dich an. Und weil das so ist, ist unsere Reaktion Vertrauen. Die Bibel fordert uns auf, zu vertrauen auf Jesus Christus. In Hebräer 7, Vers 25 steht, Jesus Christus kann die, die zu ihm kommen, völlig retten, weil er immer lebt, um für sie zu bitten. Es steht kann, es steht wirklich kann. Er kann retten. Was heißt das? Er kann, so theoretisch. Er macht es, wenn du auf ihn vertraust. Ja? Er hat die Möglichkeit, er hat sein Argument, er hat sein Blut, er ist gestorben am Kreuz. Übrigens, Überschrift lautete, Jesus Christus durch die Auferstehung für uns. Ist hier grafisch dargestellt, er ist sozusagen unter uns als der tragende Boden, ja, worauf wir aufbauen können. Das trägt uns. Die Annahme bei Gott, die Vergebung trägt uns. Darauf dürfen wir vertrauen, darauf dürfen wir bauen. Ich lese Hebräer 4, Verse 14 bis 16. Da steht, wie wir denn auf Jesus Christus vertrauen sollen. Wie sieht das praktisch aus? Weil wir einen großen hohen Priester haben, das ist jetzt ein anderer Name für Anwalt, jemand, der sich einsetzt. Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das heißt, an Jesus Christus, ja, ich glaube an ihn. Weshalb glaube ich an ihn? Weil er sich für mich einsetzt. Und ich will daran festhalten, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Er war ja auch Mensch auf dieser Erde.
Er weiß, wie es ist, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und wir kommen so zum Thron der Gnade, indem wir beten. Ja? Indem wir zum himmlischen Vater beten und ihm alles sagen, was uns bewegt, auch unsere Sünden ihm bekennen und ihm sagen, dass wir ganz auf Jesus Christus vertrauen und nicht auf uns selber. Ich bin nicht genug gut, um vor dir zu bestehen, heiliger Gott, aber ich glaube an Jesus Christus. Ja, du darfst auch heute Morgen mutig beten, wegen Jesus Christus, dem auferstandenen Fürsprecher. Noch die letzte Stelle zu diesem Thema, 1. Johannes 2. 1. Johannes 2, die Verse 1 und 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Es ist immer besser, nicht zu sündigen. Ja. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wunderbar, da haben wir auch noch eine Ermutigung, um das Evangelium weiterzugeben für die Sünden der ganzen Welt. Christus ist unser Anwalt. Lasst uns ihm vertrauen. Dritte Auswirkung der Auferstehung Jesu Christi. Christus ist in uns. Jetzt kommt das Herz. Und das Herz steht nicht in der Person drin, in uns. Das wäre auch möglich gewesen, das irgendwie darzustellen. Aber er steht sozusagen hinter uns. Also wenn du etwas kannst, wenn du etwas tun kannst, was dem Herrn gefällt, dann kommt's, weil ein anderer hinter dir steht, biblisch gesprochen auch sogar in dir steht. Und Jesus, er ist das Leben. Weil er auferstanden ist, ist er noch heute das Leben. Johannes 14, Vers 6, da ist die Bibelstelle, in der Jesus gesagt hat, ich bin das Leben. Besonders nach der Auferstehung ist er das Leben. Und er kann heute in einem Menschenleben, Apostel Paulus hat es ausgedrückt in Galater 2, Vers 20, ich lebe, ja, ich bin so am Leben, aber eigentlich lebe nicht ich, also das, was ich tun, das bin nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus Christus bestimmt mein Denken, mein Handeln, oft auch meine Gefühle, ja, die können nämlich auch unterschiedlich bestimmt werden. Christus lebt in mir, was ich lebe, lebe ich im Glauben an Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist. Ich habe einmal eine Kinderbibel in die Hand bekommen. Da stand drin, es ist nicht so entscheidend, ob Jesus Christus leiblich auferstanden wäre, sondern Hauptsache ist, die Jünger haben daran geglaubt. Interessant, nicht wahr? Glaube, positives Denken, Suggestion. Aber das, was Gott möchte von dir und mir, das sind Dinge, die kann kein Mensch tun aus sich selber. Es geht nicht. Es geht nur, wenn Jesus Christus tatsächlich lebt. Und wie kann er in einem Menschen leben? Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Es gibt eine göttliche Verbindung, die sieht man nicht, aber die ist Tatsache. Jesus lebt zu Rechten des Vaters im Himmel, aber man kann dann auch sagen, Jesus lebt in mir durch den Heiligen Geist. Apostel Paulus hat so formuliert. Und deshalb kann er auch im Galaterbrief sagen, es gibt eine Auswirkung, wenn Jesus in mir lebt durch den Heiligen Geist, dann gibt es Frucht, etwas, was wächst. Die Frucht des Geistes ist eben zuerst Liebe, was wir hier sehen. Leben ist Liebe.
Das kann nur Jesus Christus letztlich geben. Und diesen Auftrag, den Auftrag nämlich, dieses Evangelium weiterzugeben, das haben wir auch, weil wir eine neue Schöpfung sind. Wir dürfen dieses Leben erhalten und auch anderen davon weitergeben. Und wir haben auch noch in 2. Korinther 4 einen Hinweis, wie wir auch als schwache Menschen unseren Mitmenschen bezeugen dürfen, dass ein Stärkerer in uns lebt. Oft sind wir so schwach und da möchte Jesus uns schwache Menschen helfen. Die Menschen müssen nicht an uns glauben, sondern die Menschen sollen an Jesus glauben. Sie sollen nicht sagen, ist das ein toller Kerl, kann die das gut, sondern sie sollen sagen, was Jesus tun kann in einem Menschen, das ist großartig. Ja. Christus in uns, er ist das Leben. Deshalb der Aufruf, sich von Jesus Christus erfüllen zu lassen. 2. Korinther 5 steht, die Liebe Christi drängt uns. Ja, die Liebe Christi drängt uns. Lässt du dich erfüllen von Jesus Christus? In Epheser 5, ab Vers 18 steht, man soll sich nicht betrinken, um mit Alkohol voll zu sein, sondern man soll mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er sagt auch, wie wir das unterstützen sollen. Wir können den Geist eigentlich nicht über den Geist bestimmen. Der Geist weht, wo er will, sagt das Wort. Aber die Bibel sagt, wir können dem Geist Raum geben. Raum geben. Indem wir einander ermuntern mit guten Liedern, biblischen Liedern, mit Gottes Wort, indem wir es einander weitergeben. Wir singen miteinander Gottes Wort. Wir dürfen auch im persönlichen Gespräch einander ermutigen mit Gottes Wort. Wir haben die Möglichkeit zu schreiben. Heute geht es ja mit dem Handy sehr schnell, dass man jemand etwas Übles sagen kann. Aber man kann Gottes Wort auch schreiben mit dem Handy. Und es steht auch noch dort in diesem Zusammenhang von Epheser 5, dass wir so mit Gottes Geist erfüllt werden, indem wir uns einander unterordnen. Es ist in den meisten Bibeln ein Abschnitt, dort eigentlich am falschen Ort. Lasst euch erfüllen mit dem Geist, indem ihr euch einander unterordnet. Biblische Ordnung in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde bedeutet Raum geben dem Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. Ja, lass dich erfüllen von Jesus Christus. Das ist möglich, weil er ja lebt. Kolosser 2 hat Apostel Paulus davon geschrieben, wie es ihm wichtig ist, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, den Reichtum entdeckt, der in Jesus Christus vorhanden ist. Und dass man diesen Reichtum studieren, darüber nachdenken soll. Und in Epheser 3, ab Vers 14, schreibt Paulus den Gläubigen, dass er für sie bittet, dass Christus in ihrem Leben Gestalt gewinnt. Hast du auch schon gebetet für deine Familienangehörigen, für die Glaubensgeschwister in der Gemeinde, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt? Ja, vielleicht möchten wir das alle, aber Paulus hat gebetet für die Gläubigen. Das sollen und dürfen wir doch auch, dass Gott, das Geist, Jesus Christus uns noch mehr erfüllt. Christus ist lebendig, er lebt in uns, lassen wir uns doch von ihm erfüllen. Dann das vierte Thema, vierte Bedeutung der Auferstehung Jesu Christi. Weil Jesus Christus auferstanden ist, kann er wiederkommen. Er ist der wiederkommende Messias. Also dieses Bild mit dem Pferd und dem Mann, den man nicht genau drauf sieht, dass man ihn nicht sieht, ist, weil man den wiederkommenden Herrn natürlich nicht zeichnen kann. Ein altes Bild, aber es hat mir gefallen, weil in Offenbarung 19 steht, wie Jesus Christus auf einem weißen Pferd kommt.
als Messias, als König. Er kommt wieder, um einerseits die Welt zu richten, die nicht an ihn geglaubt hat, aber andererseits, um die Seinen zu sich zu nehmen. Er wird wiederkommen. Und das kann er natürlich nur, weil er lebt, weil er auferstanden ist. In 1. Korinther 15 steht Folgendes ab Vers 5, ab Vers 20, das möchte ich Ihnen vorlesen. Weil Jesus Christus auferstanden ist, wirst auch du auferstehen. Da steht, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling, das heißt als Erster, unter denen, die entschlafen sind. Entschlafen bedeutet, die gestorben sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Durch einen Menschen kommt die Auferstehung der Toten. Welcher Menschen? Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig werden. In Klammer, auch die Kremierten werden lebendig, auch die Ertränkten, auch die, die nicht wollen, dass man von ihnen noch irgendetwas findet. Alle werden auferstehen. Vers 23 steht, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, Christus zuerst. Das ist Vergangenheit. Jesus ist auferstanden. Danach, wenn er kommen wird, das ist Zukunft, die Christus angehören, das heißt hoffentlich wir alle hier, du und ich, wenn wir an Jesus Christus glauben, weil Jesus auferstanden ist, wir den machen, dass auch du einmal auferstehst, wirst deinen neuen Leib erhalten, wiederkommen. Spielt keine Rolle, wie krank man war, wie alt, wie runzlig oder wie kurzsichtig oder was auch immer, mit Effekt. Wir werden einen neuen Leib erhalten, weil Jesus auferstanden ist. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Nicht so klar wird es hier gesagt, aber es werden auch die Ungläubigen werden auferstehen. Es steht an anderer Stelle, sie werden auferstehen zum Gericht. Also niemand wird sich da verschlaufen können einmal vor Jesus Christus. Weil Jesus Christus auferstanden ist, wird er wiederkommen. Und Kolosser 3, Vers 4, einer meiner Lieblingsverse, da steht, dass Jesus Christus wiederkommen wird, und zwar in welcher Art und Weise. Zuerst kam er als Kind in der Krippe, ganz schwach und arm, und er wird wiederkommen, steht da. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Also Jesus Christus wird herrlich, mit Macht und Glanz und so als Sieger wird er wiederkommen. Und da steht, wenn wir an ihn glauben heute, wenn wir mit ihm leben, wir werden mit ihm auch herrlich sein. Der Herr will, dass die, die ihm angehören, heute durch viel Verfolgung gehen auch, dass die vor den Augen der Welt herrlich dastehen einmal. Heute werden viele gefoltert, benachteiligt, schikaniert. Wir sind schon Christen. Man kann heute fast alles sagen über das Christentum und Christus und die Gläubigen. Man kann sie verunglimpfen, falsche Dinge sagen, gerade auch in dieser Zeit. Es wird so manches gesagt in den Medien über Bedeutung von Karfreitag und Ostern. Manches stimmt, vieles stimmt überhaupt nicht nach der Bibel. Aber Jesus Christus wird herrlich kommen und er wird die Seinen auch herrlich machen vor den Augen der ganzen Welt. Hebräer 9, Vers 27 und 28 steht, dass Christus ein zweites Mal kommen wird, um die zu retten, die auf ihn warten. Deshalb lasst uns auf ihn warten und uns freuen. Wir haben Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Und weil wir Hoffnung haben und warten, freuen wir uns. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung. Mein Konfirmandenspruch. Seid fröhlich in Hoffnung. Ja, freust du dich, dass Jesus wiederkommt? Das braucht man doch in dieser Welt.
Wie will man überleben, sich über Wasser halten, in all den Stimmungen und Dingen des Lebens? Was würden wir tun, wenn wir keine Hoffnung haben, dass letztlich alles gut wird? Römer 5, Vers 2 steht von Apostel Paulus: Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Es gibt eine Herrlichkeit, die in der Zukunft liegt, und wir rühmen uns dessen. Das heißt, wir sagen: Schau mal, Jesus kommt wieder. Und was dann sein wird, das ist nur Grund zur Freude. Schön, dass wir diese Hoffnung haben. Wir rühmen uns. Du kannst dich vielleicht rühmen, die neue Küche, das neue Sofa im Wohnzimmer, das neue Haus oder die Kleider. Man sagt: Oh, hast du eine schöne Brille heute? Man kann Verschiedenes rühmen. Ja. Rühmen wir uns doch, dass Jesus wiederkommt, und freuen wir uns darauf. Ich möchte noch zwei Hinweise geben für die Konsequenzen. Wenn wir uns wirklich freuen, dass Jesus wiederkommt, wenn das das Wichtigste ist in unserem Leben, letztlich, das, worauf es ankommt, dass wir einmal, wenn der Herr wiederkommt, uns zu sich nimmt, mit sich nimmt, in seine Herrlichkeit nimmt, dann spricht der Apostel Paulus in Titus 2, in den Versen 11 bis 14 davon, dass wir das Ziel im Auge behalten sollen und dass wir dann das gottlose Leben meiden sollen. Ja, so manches gefällt uns in diesem Leben, was eigentlich überhaupt nichts mit Gott zu tun hat. Ja gut, man ist in der alltäglichen Arbeit drin, man hat so viel Alltägliches zu tun, aber überleg mal bei gewissen Dingen, ob man es nicht ersetzen könnte durch Bibellesen, durch Denken an Gott, durch etwas tun, wovon man überzeugt ist, es trägt etwas bei für die Ewigkeit. Da könnte man einem Menschen etwas zuliebe tun. Man könnte für ihn beten und hoffen, dass er offen wird fürs Evangelium. Es gibt so viele gute Dinge, die wir tun könnten. Titus 2 spricht davon: Halte das Ziel im Auge und überdenk das, was du tust und lässt in deinem Leben. Und noch eine letzte Stelle, die ich vorlesen möchte. 1. Johannes, Kapitel 3. Da steht etwas Unglaubliches. Es steht da nämlich in Vers 2, wir sind schon Gottes Kinder. Also wir, nicht wie im Lied, wir sind alle Gottes Kinder, sondern wir sind Gottes Kinder, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm, das heißt Gott, gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Mose war ein so heiliger Mann, er konnte mit Gott wie mit einem Freund reden, aber er konnte Gott nicht sehen. Der Mensch, der mich sieht, wird sterben. Ihr werdet sein, wie er, und ihn sehen, wie er ist. Eine unglaubliche Vorhersage, und dann steht, wenn wir diese Aussicht haben, dieses Geschenk, übrigens immer noch durch die Auferstehung Jesu Christi. Jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Man denkt an das Ziel, wie wunderbar, heilig und herrlich es ist, und denkt: Passe ich überhaupt dahin? Ja, dann kannst du sagen: Ja, Jesus, vergib mir alle Sünden. Ja, stimmt, deswegen passen wir in den Himmel. Aber man denkt auch: Soll ich denn dies und dies in meinem Leben pflegen oder zulassen, wenn doch Jesus dafür sterben musste und wenn es einmal im Himmel ganz sicher keinen Platz dafür geben wird? Jeder, der diese Hoffnung hat, er reinigt sich. Jesus Christus kommt wieder, lasst uns darauf freuen. Ja, Jesus Christus ist unser König, er regiert, er wird regieren, lasst uns ihm gehorchen. Er ist der Anwalt, der feste Grund zur Sündenvergebung, lasst uns auf ihn vertrauen, auch in Anfechtungen, in Nöten. Er setzt sich für uns ein bei dem himmlischen Vater. Jesus Christus ist als Auferstandener das Leben, er möchte in dir Raum gewinnen. Lass dich von ihm erfüllen und denke daran, dass er wiederkommt. Als Auferstandener kann er wiederkommen, er wird wiederkommen,
und die Seinen zu sich nehmen und herrlich machen. Amen. Dann werde ich jetzt noch beten. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du deinen Sohn auferweckt hast, ja, dass er lebt, zu deinen Rechten sitzt, als König, als Anwalt, als das Leben, das du in uns zur Geltung bringen möchtest und auch tust. Und ja, wir freuen uns auf die Wiederkunft, dass du wiederkommen wirst, um uns, die wir an dich glauben, zu dir zu nehmen. Hilf uns, uns an diesem Tag zu freuen über das Große, das durch die Auferstehung geschehen ist, und auch, dass wir daran glauben und damit leben und es auch anderen weitersagen. Amen.